Ich schaue dann vor mit dem brandneuen Turbo Glow hier auf der Frankfurt Buchmesse 2012. Und wie ihr sehen könnt, das gibt es hier in weiß mit einem 6 Zoll Bildschirm. Und dazu haben wir natürlich hier sogar, wie genauso im Touch schon, einen Micro-SD-Kartenleser. Also 2 GB müsste nicht das Maximum sein, was ihr benutzen könnt. Und das Schöne, was hier als Neuerung noch mit dabei ist, es hat einen 1 GHz Prozessor. Also es ist schneller wie die Vorgänger. Und was das schönste Neuerung hier bei dem Gerät ist, ist Europas, beziehungsweise zumindest in Deutschland, weit das erste Gerät, was eine Hintergrundbeleuchtung hat, die natürlich gerade nicht funktioniert. Sonst doch, die ist wahrscheinlich nur ganz weit runtergedreht. Na? Genau. So, Maximum, und dann könnt ihr hier schon mal sehen, im ausgeschalteten Modus sieht das Ganze so aus. Es ist hier auch so schon recht hell und man kann das Bild auch so ganz gut sehen. Aber so ist es natürlich noch schöner, wenn es beleuchtet ist und dann dunkel. Man muss es natürlich nicht immer auf dem Maximum benutzen, man kann es auch ein bisschen weiter runtersetzen. Und dann seht ihr hier allerdings auch schon den kleinen Unterschied. Das schaut ein bisschen weißer aus wie ein ganz normales E-Paper. Und dann kann man hier trotzdem natürlich wunderbar hier einfach durchscrollen. Und ich nehme das Ganze jetzt mal hoch und dann lassen wir das so und gehen hier durch das ganze Menü. So, wie ihr gemerkt habt, ich habe oben nur einen Knopf gedrückt und schon ist das Licht an- und ausgegangen. Das ist wirklich eine sehr schnelle Funktion. Und ansonsten haben wir natürlich noch hier oben nur den An- und Ausschalter und ansonsten nur Micro-USB nach unten. Keine Kamera oder ähnliches, aber auch hier kann man wieder mal die Rückseite austauschen. Also wir können viele verschiedene Farben verwenden. Hier hatten wir jetzt Grau im Bild und dann gibt es hier natürlich zum Beispiel noch ein anderes Grau. Das ist jetzt eigentlich gar nicht der Glow gewesen, sondern hier haben wir noch zum Beispiel Blau und da gibt es auch viele andere Farben. So, wie immer gibt es hier nicht nur Bücher zu lesen, sondern man kann auch entdecken. Man kann über WLAN auch in einen experimentellen Webbrowser reingehen und hier auch ganz normal die Einstellungen wieder ändern, WLAN an- und ausmachen. Wörterbücher verwenden und das, was man vom Kobo halt kennt, was das Gerät auch eigentlich ausmacht. Ich mache das Ganze jetzt mal wieder zu und wir gehen mal kurz in ein Buch rein, damit ihr sehen könnt, ungefähr wie schnell das Ganze hier läuft mit durchscrollen. Na? So, also von Seite zu Seite muss das Display nicht immer neu laden und wenn ich jetzt ein Wort nicht verstehe, sagen wir mal, das wäre ein englisches Wort, oder ich kann nur Englisch und möchte jetzt gerne wissen, was zum Beispiel Treppe bedeutet. Seht ihr, wenn man länger drauf bleibt, dann kommt hier schon mal gleich die Beschreibung, beziehungsweise ich kann hier auf Wörterbuch gehen und die Bedeutung nicht nur in Deutsch mir anschauen, sondern sagen, okay, was heißt das jetzt auf Englisch? Und dann steht da Bedeutung für Treppe ist anscheinend, ja, interessant. Okay, also das wäre jetzt nur, wenn das Wort auf Englisch wäre, könnt ihr mir eine weitere Beschreibung geben, nicht von Sprache zu Sprache übersetzen. Schade. Wenn ich das Ganze unten zumache, haben wir aber allerdings noch mehr Optionen, wie zum Beispiel hier ganz normal Settings. Man kann auf Facebook posten, man kann den Lesestatus synchronisieren über WLAN und auch Leseeinstellungen ändern, wie zum Beispiel Schriftgröße, wo man hintippen muss für die nächsten Seiten, beziehungsweise ja, wie ihr sehen könnt, dass die Seitennummern zum Beispiel auch angezeigt werden. Und ja, hier nochmal zu den Einstellungen, wie gesagt, Schriftgröße. Ich möchte jetzt keine Brille tragen, beziehungsweise meine Eltern möchten vielleicht keine Brille tragen und so ist das Ganze doch schon viel schöner. Mein Name ist Marius Graf von LTV, das war hier der Kobo Glow auf der Buchmesse hier in Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Und den Preis und Erscheinungsdatum ist eigentlich auch dieses Jahr. Preis findet ihr dann auf techfocus.de und endlevel.com, wenn ihr uns zugeschaut habt.